Kilometer von Athen steht das Lieblingskloster von Nana Mouskouri. Es heißt Kaisariani und mehr davon erzählt sie uns jetzt selbst. Dieses Kloster aus dem 11. Jahrhundert gehört für mich zu den schönsten Klöstern Griechenlands. Die Ruhe ist einmalig. Das Einzige, was Sie hier hören, ist das Konzert der Grillen. Schon Ovid hat über dieses Kloster geschrieben. Damals gab es hier eine Quelle. Die Geschichte besagt, dass das Wasser die Frauen wieder fruchtbar machen kann. Sieben schwarze Rosen träumen. Sie träumen. Dass die Zeit alles ändert.